Oder hätte ich da oben lang gehen müssen, damit ich dann irgendwo hier rum kann? Hey, don't know. Kann ich hier hochklettern eventuell? Also ich finde das irgendwie gut, dass das Spiel Open World ist. Mal ein Souls-like in einer Open-World-Welt. In einer Open World. In einer offenen Welt. Ja. Tolles Deutsch. Nur man muss halt immer, wie gesagt, aufpassen, dass man dann nicht an Gefahr läuft, dass man irgendwas langweilig hat oder irgendwelche Sachen sich tausendmal wiederholen. Ich meine, du wirst hier irgendwelche Bosse und so ähnlich haben, die du wahrscheinlich immer und immer und immer und immer wieder siehst. Nur vielleicht in anderer Variation oder so ähnlich. Kommt drauf an, ob die dann immer noch interessant sind, dann zu bekämpfen. Aber man wird da wahrscheinlich nicht unbedingt da... Oh nein! Drumherum kommen, dass das passiert. Weil du sonst noch mehr Arbeit haben würdest. Und das würde womöglich dann auf Kosten des Spiels dann wieder sein. Weil du dann weniger Content machen könntest, weil du dann mehr Gegner-Variationen haben willst. Oder nicht Variation, mehr Gegner-Vielfalt, genau. Ah, verdammt. Ach. Ja. Ich habe ganz vergessen, das sind ja diese komischen Typen, die dann... Wahrscheinlich damit die irgendwie mit Gegnern klarkommen, weil sie halt so klein sind, alles Mögliche mit Fallen versehen. Was eine coole Sache eigentlich ist. Ach, ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Ja gut, ich bin eh vergiftet. Dass manche Gegner gefühlt 5 Stunden erstmal ausholen müssen für ihren Angriff. Wand. Geht der Aufzug nach unten oder nach oben? Oben. Okay. Oberfläche oder... Der eine Laterne. Der explodiert bestimmt, oder? Ach nee, der hat nur... Okay. Ist nicht derselbe von vorhin. Das ist aber der explodiert. Schon wieder. Ich überlebe aber auch nur auf Gutdünken, ne? Im einen Moment spiele ich wie ein Profi, im nächsten Moment wieder größte Vollidiot ever. Das Fallen. Ja.
Kann man die irgendwie auslösen, die Fallen? Versuche ich da mal mit dem Bogen einfach drauf schießen. Was ist denn bitte für eine Anime-Pose? Ich habe die falsche Waffe in der Hand. What? Heilige Scheiße. Also, nicht von den Typen hier angrabbeln lassen, sonst übel Damage. Sehr hoher Schaden, heilige Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Die sitzen einfach nur gechillt in der Gegend rum und greifen mich wahrscheinlich dann an, wenn ich hier mitnehme, ne? Nee, doch nicht. Okay, ja gut, dann bleib mal sitzen, Junge. Dann chill ruhig mal weiter. Silber? Ich glaube, der ist silbernd. Das ist eine Bombe! Okay! Haben wir auch noch so einen Mist. Ruin übersäter Abgrund. I don't know. Keine Ahnung, wo ich bin. Interessante Statuen. Ich habe Baumwolle gefunden. Yay. Das ist wahrscheinlich das, was ich hätte nehmen müssen, als ich da runtergesprungen bin und dann gestorben war. Ich hätte einfach Baumwolle unterm Fuß haben müssen. Dann wäre ich nicht gestorben. Meine Knochen wären gebrochen, ja. Aber ich wäre nicht gestorben. Das ist ein Gegner. No, 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 no. Bye. Handschuhe des niederen Soldaten. Die Frage ist, kann ich diese Handschuhe überhaupt anziehen? Ich meine, das ist wahrscheinlich Kleinkindergröße, oder?
Eine Leiter? Nope, meins. Oh. Ah, was, wie? Oh, okay, wollte schon sagen, ich kann jetzt nicht klettern. Oh. Ach, stimmt. Du kletterst ja auch die Treppe, die Leiter hoch. Ganz vergessen. Schon komplett vergessen, dass die ja die Leiter hochklettern können. Überhaupt nicht auffällig. Nope. Das sieht nicht so aus, als würde hier gleich was passieren. Hör ich einen Gesang? Das ist nicht das Vieh, oder? Oder doch? Au! Mein Gesicht! Mein grauenhaftes aussehendes Gesicht! Oh shit, ich sollte hier weg. Uh-oh. Lass mich doch in Ruhe. Doch, das Gesang kam von der einen Fledermaus mit dem Großmütterchen-Gesicht. Oh Gott, was verreckt wegen diesem Scheiß. Da ist noch so einer. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Irgendein Pfahl. Oder was weiß ich was. Kann sich jemand draufsetzen, wenn man möchte. Für den Spaß zwischendurch. Zum Geier sind diese Tentakeldinger hier oben. Oh, ey, Fledermaus!
ob das so eine schlaue Idee ist, jetzt da eins anzugreifen. I don't know. Oh, da oben ist Riesententakel angesagt. Oh, ich habe nicht mal Mana dafür. Oh, da sind zwei. What? Gift? No, 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 no. No, 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 no. Oh, klar, Gift und Magie. Shit. Nein, du... Ich hab's in der letzten Sekunde bemerkt, was sie machen wollte. Oh, scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst. Mann, ey. Habe ich den Aufzug hier genommen? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, habe ich genommen. Mann. Das ist eine nette Melodie. Oder netter Gesang, vielmehr gesagt. Kann ich nicht einfach dahin rennen? Wahrscheinlich nicht, wa? Wobei, stimmt, die können nicht hochfliegen, wenn ich mich nicht irre. Die fliegen zwar durch die Gegend, aber die können nicht über Abgründe und so fliegen. Stimmt. Was ist das da oben? Ach, das ist ein Item. Aber die ist da, das ist nicht geil. Der frisst einfach weiter. Der hat sich wohl auch gedacht so. Ja, Vollidiot. Geschieht ihm zurecht. Jetzt habe ich mehr zum Fressen. Aha. Klar. Ich ruf den mal hier. Huh. Sieht aus wie einer von diesen komischen Wikingern. Dreck. Geiler Song. Was? Nein, hau ab. Ach scheiße, ich hab die Heilung nicht drinne. Bin ich blöd. Mein Geist ist tot. Ich schätze mal, mein Geist war nicht sehr effektiv. Yep. Oder habe ich den gerade weggeschickt? Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Wobei, hätte der nicht einfach wieder aufstehen müssen? Der war doch ein Untoter, oder nicht? Hm. Na, egal. Versuche ich beim nächsten Mal was anderes. Der Bogenschütze könnte nicht verkehrt sein. Falls ich den noch rufen kann.
Hm, kann ich nicht mehr rufen, war klar. Dann nehme ich vielleicht lieber diese zwei Vollidioten. Vielleicht die dümmste Idee, was ich hier... Saudämlich. Och, leck mich doch am Schuh, ey. Was ist das denn da? Oh, da ist ein Aufzug. Der geht bestimmt bis ganz nach oben. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Whatever. Oh, stimmt, warte mal. Kann ich noch mehr? Oh, beim nächsten Mal brauche ich 3. Okay. Dann habe ich ja jetzt, wie viele? 8. Nett. 8 Stück diesmal. Ah, na gut. Ich glaube, ich mache dann finito. Wollte eventuell noch was anderes machen, aber, ich habe langsam Hunger. Ich habe langsam Hunger. Und die Hitze wird mir langsam ein bisschen zu viel hier. Deswegen mache ich dann jetzt wohl finito. Und beim nächsten Mal dann... Hoffentlich komme ich dann da irgendwann oben an. Oder auch nicht, wer weiß. Keine Ahnung. Ach nee. Muss ich heute noch dran denken oder morgen erst mit dem dämlichen Garten in Nier? Ich glaube morgen erst. Ich glaube morgen erst. Ich habe glaube ich gestern irgendwie zu spät glaube ich gemacht und musste da extra den Timer die Zeitzone ändern, damit ich da noch was ernten kann. Meine Fresse, ist das nervig mit den Droppenraten, weil scheinbar wenn du da die was war das, was ich da gerade versuche zu kriegen, irgend so eine pinke Pflanze und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann spawnt, ist irgendwie weiß ich nicht 5% oder 3%. Wow. Und das dann auch noch mit diesem Time Gate, wo dann halt 24 Realstunden verwendet werden. Du aber wiederum 48 Stunden aber warten musst, damit ich wiederum Samen ernten kann. Bescheuert, wie gesagt. Naja gut, wie gesagt, ich mache jetzt hier finito und wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann, ne? Bye bye.